Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit der Sülze. Mein Name ist Kalle Kuschinski, mit dabei Hand of Blood, Sterzek, Gnu und Papo. Und wir freuen uns auf eine weitere Runde Bigfoot. Moin Mädels! Trotzdem fangen wir heute an mit der Community-Aktivierung. Ich wurde darum gebeten, generell ein bisschen leiser zu sprechen, nicht mehr so viel rumzubrüllen. Das liefere ich heute. Ist ja auch Freitagabend, die Jungs und Mädels müssen früh ins Bett, nicht wahr? Deswegen habe ich ein wundervolles Bild von Tindy mitgebracht. Und weil ich die letzten Male immer so viel gelabert habe, wollte ich jetzt euch, meine Freunde hier im Teamspeak, einfach mal über dieses Bild sprechen lassen. Bitteschön. Wollen wir die Voicelines der einzelnen Person nachmachen? Ja, nimm meine Malbo. Ich hab einen Pinsel. Ach, das Wort war das, eine Taschenlampe. Ja. Oh Gott. Ich hab eine Taschenlampe. Ich will einfach nur Genrasch machen, Alter, unnormal. Und ich beiß mir lasziv auf die Zunge. Leck mir am Arsch. Ja, Tindy, danke dir für dieses tolle Bild. Richtig generell geil. Finde ich die Malboros ziemlich nice, die da durch die ganze Welt fliegen. Malboro. Was ist denn das gemalt? Sind das so Marker oder was ist das? Hast du die Stifte, meinst du jetzt? Ja, ich könnte nicht sagen. Alle Maler, Aquamaler, nicht wahr? Ja, gut, geil, auf jeden Fall danke für diesen Beitrag. Anni hat auch geschrieben, geil, danke auch für diesen Beitrag. Oh, so, und wir spielen heute wieder Bigfoot. Vorab gibt es aber nochmal den Kommentar der Woche, ihr wisst Bescheid. Der kommt in dieser Woche von Max McG. Er schreibt, Henne und Kalle, totales Kommentatoren-Dreamteam. Das war einfach übel Ehre. Wenn ihr euch daran erinnert, letzte Woche war ja Sülze frei, weil die Gamevasion davor war. Und da haben Max und ich lustigerweise kommentiert. Es war sehr, sehr lustig. Hat jetzt mit der Sülze an sich nichts zu tun, aber ist ein Kommentar vom letzten Video, wollte ich jetzt mal einbringen. Dankeschön. Ehre. In den Ass. So, wir versuchen heute endlich den großen Fuß, und zwar Sterzig in den Boden zu stampfen. und da würde ich sagen, wir machen alle ready. Wir haben jetzt nochmal angepasst, ihr seht, Bigfoot Health, Bigfoot Damage, beides nur auf 1, weil es einfach irgendwie nicht machbar ist. Also, an das Balancing-Team vom Game. Balanced, bitte. So, und Sterzig, machst du ready? Genau. So, und dann würde ich sagen, Ehre in den Röff. Achso, ich sitze jetzt rechts, das ist glaube ich nicht gut, ne? Müssen auf die Linke. Nee, muss nach links. Sterzig, mute dich mal bitte zu direkt, damit wir direkt uns absprechen können. Dann, viel Erfolg euch, ich versuche euch wieder aufzuschlitzen. Der denkt sich, es bringt doch eh nichts. So, und da kommen wir angetuckert. Also. Okay, Max macht die Shotcalls. Abfahrt. Ich will den jetzt bumsen. Also, da er uns eh immer findet. Ja. Weil entweder er ist irgendwie in einem 50 Meter, also Chris und ich looten erstmal den Wohnwagen. Also entweder er ist im Radius, dann sieht er eh unsere ganzen Steps und sonst was, oder er macht das. Das heißt, wir kommen eh nicht vor ihm weg. Ja. So, das bedeutet, ich würde vorschlagen, wir rennen jetzt direkt wieder gleich ins Dorf, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir Waffen kriegen und so weiter. Ich geh schon mal vor. Genau, wer kann, geht vor. Ich lasse hier einfach mal ein Radio laufen, vielleicht lenkt ihr mir das ab. So. Was? Gut. Ja, also es war tatsächlich so, dass wir, ihr habt es ja die Woche auch gesehen, liebe Freunde da draußen an den Mattscheiben, es hat einfach nicht gereicht bis zum Schluss. Hier ist noch eine Fackel, die wir mitnehmen soll. Ja. Nur hol die mal. Ich liege hier auf dem Sofa. Okay, dann let's go. Ich hab alles. Auf dem Sofa liegt noch was. Hast du es genommen? Ja, hab ich genommen. Okay, let's go. Dann auf zum Dorf. So. Okay, ich habe hier mal eine Kamera aufgebaut. Chris und Gnu, habt ihr eine Waffe? Nee, die hole ich mir jetzt im Dorf. Okay, dann gebe ich Gnu dir jetzt eine Waffe. Ich bin die Pistole, passt. Warte, ich gebe dir das. Und Achtung, ich gebe dir das. Und Achtung. Ja, das war's. Danke. Du musst jetzt 20 Schuss haben. Ja, danke. Gut, so, hier ist der Dude. Ich habe die Signalpatrone gefunden, eine Drohnenbatterie. Genau, wechselt bei der Nahkampfwaffe schon immer, wenn ihr habt, auf die Signalfackel, nicht, dass ihr erst switchen müsst. Ja. Ich hab die Signal. Ich mach immer wieder die Türen hinter euch. Ja, ich bin hinter dir, So, hast du sie nicht aufgenommen? Was denn? Die Signal. Entschuldigung, die Drohnenpatrone, ja. Okay, wie viel Erste Hilfe haben wir? Danke. Hat jemand die Shotgun schon eingesammelt? Ich hab eins. Ich hab keine Shotgun. Nein. In der ersten Hütte links, wenn man reinkommt, ist eigentlich eine Shotgun gewesen. Ich hab jetzt eine in der Hand. Ich hab sie. Nee, die ist nicht immer an der gleichen Stelle. Okay, ja, dann meistens. Okay, das finde ich aber auch, das könnten die halt echt verbessern, dass man den Spawn-Ort zum Beispiel von dem Van immer unterschiedlich macht. Jo. Ja.
Ja. Also sonst weiß er am Anfang ja immer sofort, wo wir sind. Er müsste ja nicht nur zum Van laufen. Ja. Okay, wie, die Nacht bricht ein, was machen wir jetzt? Gibt's wir Anweisung? Müssen jetzt bestmöglich fighten. Am okay, besten gehen wir alle in eine Hütte. Haben wir genug Loot? Ist alles gelootet? Habt ihr die Shotgun gefunden? Ja, ich habe die Shotgun. Okay, okay, dann... Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Okay, dann in die Hütte, ich mache eine Falle. Geht in die Hütte. Ja, er will kommen, komm. Okay, ich stelle eine Falle, auf ihn drauf. Okay, die hat nicht funktioniert, gut. Ich mache nochmal eine hin, hier, pass auf. So, scheiße. So, hier liegt eine Falle, Vorsicht, Henno. Danke. Er ist auf der Rückseite. Oh. Du hast sie gerade in mich reingestellt, glaube ich. Nee, die lag schon lange, die spawnt bei dir irgendwo zu spät. Ich weiß nicht, was es soll. Hat jemand eine Signalfackel, dass wir kurz auf unser Leben klarkommen? Hebt die Fackel, die Falle mal wieder auf, Ja, ich hab. Okay. Kurz mal sammeln. Er ist wieder geht da. Geht mal alle in die Hütte. Geht mal, er kann ja nichts machen. Geht mal alle in die Hütte. Geht mal alle in die Hütte, jetzt, sonst kann ich die Falle nicht legen. Ja. So, und wenn ihr hier reinrennt, schießen wir auf ihn. Gut. Er ist hinten. Ja, okay, er kann auch durchs Fenster dann klettern, wenn er das macht. Er hat drin durchgehauen gerade. Wie viel Range hat er? Was war das denn? Ja, das meine ich ja. Deswegen, wir sollten nicht im Haus bleiben. Er hat die Lampe kaputt gehauen. Wir müssen die Öllampe. Das Feuer tut weh, by the way. Er ist in die Falle. Oh, nice move. Okay. Er rennt immer noch rum. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss jetzt mit der Brechstange. Was brauchst du für Muni? Eine Pistole. Ich leg noch mal eine vor die Hab Tür, ich nicht. Ja? Vorsicht, habt ihr beide Vorsicht. Nur eine Pistole? Vorsicht, ich leg eine vor die Tür. Wer hat Shotgun? Chris hat Shotgun, ne? So. So. Geh vom Fenster weg. Ja. Naja, wenn er gehauen hat, dann kann man draufhauen. Tatsächlich. Okay, Falle liegt vor der Tür. Achtung, nicht rausgehen, ne? Ja. Aber wir haben ihn schon gut gedamaged. Er haut gerade rein. Ich hab er ist wieder da. Okay, aber die Falle liegt ja hier. Ja, er ist wieder da. Dann Gnu, heil mal bitte einmal Christo. Ja, warte. Christo, wo bist du? Da hier. Neben dir. Ja. So, hat wieder einen Hit. Wenn er einmal haut, kann man im Nahkampf draufgehen, ne? Genau, wenn er kurz wegrennt, soll ich dann kurz raus eine Falle legen. Achtung, weg vom Fenster, weg vom Fenster. Der wird 100 pro reinrennen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber dann springen wir einfach raus. Ja. Wie er die ganze Zeit im Kreis rennt. Ja. Ah, da habe ich ihn nämlich gehittet. So, du kleine Sau. Aber wir haben das bisher ganz gut gemanagt. Also wir müssen nur aufpassen, dass wir ihnen nicht so viel Raum geben, einen zu fokussen. Genau. Und wenn er reinhaut, also durch das Fenster, können wir einmal Nahkampf sogar Hit geben, Munition sparen. Ja. Wobei, mit Shotgun kann man richtig schön rein. Ja, ich glaube auch. Shotgun ist da auf der Distanz echt am effektivsten. Okay, er hat nur noch 908, 906. Okay, er rennt weg. Okay, soll ich kurz 900? Raus eine Falle blazen ums Haus? Hey, die ist doch da noch, dachte ich. Ja, aber er rennt ja ums Haus. Ich ja, aber dann... Nein, das wäre wasted. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier bleibt, oder? Doch, der kommt bestimmt nochmal und rennt dann rein. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier, solange es Nacht ist, weil wir haben hier nichts mehr zu looten. Ja. Okay, also Gnu, du kümmerst dich einfach nur darum, dass vor der Tür immer eine Falle liegt. Ja. Weil wenn du die jetzt ums Haus legst, dann ist es ein bisschen wasted, weil wenn er reinrennt, wir können nicht auf ihn damagen. Siehst du, du hast ja eine aufgebaut. Fenster, das ist nicht gut, weil wir können damit ja nichts anfangen. Ja. Es gilt ja nur darum, ihn von uns fernzuhalten, deswegen einfach in die Tür. Weil so eine Fallen, die verbrauchen ja. Und dann geht die kaputt irgendwann und wir müssen sparsam sein, denke ich. Okay. Also ich bin die ganze Zeit in der Cam, die vor der Tür steht, mit mehr oder weniger Nachtvision. Nee, ist ja keine Nachtvision, aber irgendwie sieht man schon ein bisschen mehr gefühlt. Er steht immer noch am Baum. Er steht immer noch am Baum, quasi links von unserem Haus. Er wartet da. Ah nee, ist ein Busch, oder? Nee, das ist er, das ist er. Von wo steht er genau? Er steht links von uns, links von unserem Haus. Ja, es kommt darauf an, wie du aufs... Ja, die Straße ist doch genau vor dem Haus. Links davon. Wo ist vor dem Haus? Bei der Tür? Oder... Also, es führt ja vor dem... Also, da, wo die Laternen sind, ist vor dem Haus. Ja, okay. Und da links... Okay. Genau, aber er ist jetzt mittlerweile hinterherum gelaufen. Also, er dürfte schon jetzt nicht mehr rausgehen. So, ich habe das Fenster. So. Dann komm ich wieder rein. Hallo. Ich höre ihn immer noch. Seht ihr das Vogelhaus vor unserer Hütte? Ja. Da ist ja so eine Kamera. Da bin ich drin. Ja, ich bin mit der Nachtsicht. Und er ist immer noch in der Nähe, er ist immer noch da. Naja, wir haben gerade gehört. Ja, dann wartet er immer noch hinter dem Baum. Er ist genau hinter dem Baum, Ja, ich sehe ihn. Er ist immer noch genau dahinter. Ja. Das ist eklig. Ja, es ist ein Zeitspiel. Ja, er ist immer noch dahinter. Er steht, ich sehe ihm genau in die Fresse, er ist übelst hässlich. Vielleicht kann er auch nicht mehr schlagen.
Ja, vielleicht hat er keine Energy mehr. Aber dann würde er wegrennen, oder? Ja, weiß nicht. Ah, jetzt kommt er wieder ran. Wieder mittig. Ja, ich komme wieder ins Haus rein. Mit der Hechtrolle. Nee, ja, lass mal lieber. Okay. Aber es wird jetzt heller gleich, ne? Ja. Ja, er rennt jetzt auch, glaube ich, weg, oder? Oh! Wir können jetzt eigentlich nicht hinterher, oder? Scheiße. Nee, er ist immer noch hier. Okay. Ich bin in seine Falle drin. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen zuvorschein gewesen. Papo, kannst du durchs Fenster reinspringen? Falle, hab ich wieder. Haben wir eine Leuchtfackel? Haben wir irgendwas? Leuchtfackel, Signalpistole, irgendwas? Das war jetzt nicht mehr. Sehr gut. Dann spring rein, Kalle. Kalle, spring ins Fenster. Ja, ich geh rein. Ich bin gerade in zwei Fallen gelaufen, mega bad. Ich kann mich selber heilen. Schild. Ich hab mich geheilt. Du musst reinkommen. Ja. Schieß ihn ab. Aber, ja. Das Ding ist, leg vor die Tür eine Falle. Die muss immer da sein. Ja, ist da. Okay, aber das hat vorhin jemand reingeladen, deswegen. Aber das ist dann sein Problem. Das ist Problem. Nicht schlimm. Nur ich musste sie deswegen aufstellen. Genau, wir gehen nur durch Fenster rein und raus, weil er kann das nicht. Glaube ich zumindest. Okay, Achtung, es piept wieder. 26 Leben. Ja, er ist immer noch wieder an dem gleichen Baum. Ja, und er hat ein Schild in der Hand diesmal. Ja, aber es ist Tag. Wie viel Muni haben wir? Ich habe gar nichts. Ich brauche Pistolen-Muni. Was braucht ihr? Ich habe noch 9 Schuss. Was brauchst du, Kalle? Pistole. Schrotflinte. Okay, Pistole habe ich leider auch. Kalle, habt ihr Signalfackeln? Ja. Hab ich, ja. Ich gebe dir noch 10 Schuss, Kalle. Ja. Ich gebe dir noch Sniper. Ist Sniper 7 oder 5? Wer hat eine Signalfackel? Ich habe eine. Okay, dann engagen wir jetzt voll drauf. Und wenn jemand zu low geht, schreit er. Ja. Und einer von euch... Ich habe 26 AP. Ich brauche Heilung. Okay, dann Gnu, bitte ihn heilen. Ich habe keine Heilung. Dann gebe ich dir das. So, jetzt heil bitte Christo. So, wer hat die Signalpatrone? Der ist ja nicht mehr da, glaube ich, Leute. Pistole? Ich glaube, der ist nicht mehr da. Ich hab die. Ich gebe dir mal kurz noch eine Muni. Mhm. Oh, war eine Falle, oder? Ja. Ach, C muss man drücken. Okay, also wenn ihr hochgezogen werdet, muss man C drücken. Nein, ist immer was anderes. Ja. Wer hat die Shotgun von euch? Ich hab noch Schuss. Okay, wir müssen jetzt ins andere Dorf. Ja, lass uns weitergehen. Ich hab die Shotgun. Papa hat die Shotgun. Ich geb dir kurz die Schuss, dann lass düsen. Abfahrt. So, okay, Abfahrt. Kamera und Fallen wieder mitnehmen, ne? Ja. Ja, ich pack die Kamera ein. Ich geb dir die. Hier ist noch eine Falle. Er hat überall an den Bäumen Fallen gemacht. Scheiße. Ich kann dich nicht. Nur, ich geb dir die Fallen. Kann ich nicht befreien. Nur, kannst du mich heilen? Ich hab keine. Ah, ja, warte. Wir müssen jetzt weiter, Freunde. Ja, ich war in der Falle. Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, jetzt. Nach links, nach unten, wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Ja, nach Süden. Ja, okay. Fandet ihr nicht den Firewatch-Turm ganz gut? Wir brauchen da gibt's vor allem eine Batterie, das ist genau, ganz gut. Genau, okay, wo ist der? Lauf mir hinterher, genau, links. Einfach links, straight. Ja. Leute, bitte ordentliche Ortsangaben. Ostlich. Einfach, genau. Ostlich. Osten oder östlich? Hm. Nee, ostlich, Digga. Nordosten. Die Ostlinge. Ich schlag wieder die Össis. Okay. Also, wir machen es so. Sollten wir bei Tag die Gelegenheit haben, gehen wir jetzt voll drauf. Und wir zünden nicht die Signalfackel, weil wir nutzen das als Bait. Sollte er sich sicher sein, dass er uns am Arsch hat, dann zünden wir die Scheiße erst. Ja. Gut. Signalfackel sollte auch, glaube ich, jeder haben, ne? Nein. Ja, ich habe noch eine. Wir haben nur zwei. Ich habe auch keine. Nur hat eine und Christo hat eine. Ich glaube, ich habe. Warte mal. Ich glaub, Leute, ich wo rennt ihr lang? Ja. Wir laufen da jetzt drüber. Ich habe zwei. Zu euch. Ihr seid halt vorgerannt. Ich bin leider falsch abgebogen einmal. Aber ich bin gleich hinter euch. Hab es bei mir. Mhm. Es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen übel tryern, sonst haben wir gar keine Chance. Ja, das ist okay. Ist ja auch voll okay, dass du das so. Ja, ist jetzt Küchenton. Ja, aber. Hinten können wir nochmal kurz gucken, ob es das gibt und dann hoch. Zwei können schon mal hoch, wenn sie wollen. Wir gucken kurz hier hinten. Nee, wir bleiben zusammen. Okay. Wir bleiben drin. So, einmal Muni. Also das Ding ist, er hat doch mal gesagt, er hätte uns gestalkt. Die Frage ist, wo stellen wir jetzt die nächste Kamera auf? Eigentlich überall. Eigentlich egal. Ja, aber hier ist doch jetzt der Spot, oder? Wo wir sind? Ja, noch ein bisschen weiter oben, oder? Weiter hoch. Ja, ich stelle da eine Kamera auf, damit wir wissen, wann er ungefähr kommt. Wie kommen wir denn da hoch? Hier lang. Ach, da vorne. Okay, ich habe hier unten jetzt beim einzigen Zugang eine Kamera aufgestellt und weiß ich, wann er kommt. Und da oben ist die M4, ne? Da müssen wir nur den Code finden, dann können wir die holen. Ich glaube, die Kameras sind übelst underrated. Ja. Also wir benutzen die viel zu wenig. Ich finde, wir benutzen die jetzt genau richtig. Ja, ich habe die jetzt positioniert an verschiedenen Ecken. Ich stelle jetzt hier auch nochmal eine auf. Ja, safe. Ja. Hier genau, vor der Bude, damit wir immer gewarnt werden und er uns nicht erwischt. Guck doch mal ins Kacklo rein.
Okay, erst okay, meine hat gepiept. Jo. Meine hat gepiept unten. Deswegen direkt eine Falle. Ah nee, die blinkt sogar rot. Okay. Hier eine Falle direkt, hier eine Falle direkt. Ich hab keine. Ich leg. Okay, keine Batterie diesmal hier, scheiße. Oh. So, so dann kommt noch ein Sniper. Alter, ich hab noch gar keine, ich hab noch gar keine Waffe, okay, tatsächlich. Komm her, Kalle. Also nur dann eine Pistole. Okay, bleib stehen. Du kriegst jetzt die. Und die 7er ist ja... es piept, es piept. Ich hab genug Muni, ja, ich hab genug Muni. Okay, ich geb's dir trotzdem nochmal hier, enjoy. Okay. Das war die zweite Kamera von mir, glaube ich, oder? Wer hat eine Signalpistole? Ich. Hier dann gebe ich dir Muni. Shotgun. Muni. Was? Ich hab Muni. Ich hab auch noch hier, warte mal, ich hab noch eine Patrone dafür. Papo. Piep wieder. Jo, das war piep jetzt unten. Das war meine Kamera, glaube ich, oder? 10. Ja, links unten. Guck mal, ob ihr irgendwo einen Code findet nebenbei, weil dann können wir nämlich dieses Ding aufmachen. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwo was finde, weil natürlich liegt das manchmal. Ich sehe ihn die ganze Zeit. Wo denn? Er ist im Norden, weiter weg. Okay, haben wir genug Muni, dass wir das hier schaffen? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich hab 27 Schuss. Ich hab 10 Schuss. Wer hat noch einen Sniper? Max, wie viel hast du? Ich. Muni? Er ist ganz nah. Ich hab 33 Schuss, 32. Okay. Hat noch jemand Pistolenmuni? Ich kann dir noch was geben. Ja, es wäre lieb. Wer hat Heilung? Nee, Pistolenmuni habe ich keine. Ich hab Heilung 2. Okay. Ich hab keine Muni. Max, ich hab dir noch mal 19 Schuss gegeben. Okay, er kommt. Danke. Er kommt. Wer hat noch einen Sniper? Ja, ich. Okay, wie viel hast du? Jetzt hab ich 66. Er ist da hinten. Max, dann gib mir, Papo, dann gib mir, ich habe 51. Okay. Habt ihr auch noch die 20. Elektrowaffe? Habt ihr die auch noch? Elektrowaffe? Nee, die haben wir leider nicht. Oh, die Mist. Stand hier nicht rum. Ich habe eine Drohnenbatterie und eine Rohrzange. Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Hast du eine Batterie für die Drohne? Ja, eine Drohnenbatterie habe ich. Ja. Aber keine Drohne. Wie steuere ich die? Du musst mit Tab und ja, dann kannst du ganz ich nicht runter. Oh, okay, warte mal. Kann ich dir das geben? Warte mal, dann gebe ich dir. Guck mal, ich gebe dir mal das Tablet. Mhm. Hat das funktioniert? Nein, so, doch. Jetzt, ja. So, und jetzt kannst du ganz runter auf die Kamera gehen und dann kannst du das Ding rumfliegen. Wie switch ich die Kamera? Ich glaube 1, 2, 3, 4, 7 oder so durch. Steht da. Okay. Ja, du stehst halt okay. Jetzt genau im Gang hier, ne? Also wenn er jetzt angerannt kommt. Alles gut, vor mir ist eine Falle. Ich guck mal, wo er ist. Ich stell die noch mal ein bisschen weiter oben auf die Falle. Mhm. Soll ich mal kurz auf Toilette gucken, ob da der Code ist? Dann hätten wir die M4. Da hab ich schon geguckt, da ist leider nichts drin. Auch nicht ums Häuschen rum? Ich kann noch mal schauen. Von mir ist gerade... Oh Gott, okay. Oh mein Gott. Okay, ich sehe ihn. Okay, wo ist er denn? Weißt du das? Ums Häuschen, im Häuschen. Ich höre ihn. Überall auf dem Set. Ich sehe ihn nicht. Hier, direkt vor der Tür. Er ist hier. Ja. Vorsicht, der Schneider. Meine Waffe hat gebracht. Er ist in die Falle. Ja? Ich mach direkt noch mal eine Falle hier hin. Vorsicht, hier ist eine Falle. Nehmt euch die Falle. Vorsicht, kann nur nicht reintreten. Ich mach die Falle direkt nochmal unten hin. Ja. Zack. Liegt eine. Vorsicht. Okay. So. Er ist immer noch im Busch. Ich sehe ihn nicht. Weiter links jetzt? Ah ja, hinter ist dem, links. Ich sehe ihn, ja. Ja, er ist jetzt wieder im Aufgang. Und jetzt kommt er. Hat er wieder sein Schild in der Hand, da? Ja, hinter dem großen Baum hier vor uns ist er. Ja. Vorsicht, der kann es auch schmeißen, ne? Wie ein Speer. Hab ihn gehittet. Sehr gut. Aber mit der Shotgun lieber close, ja, oder? Ich glaube, ich warte auch lieber. Er will, dass wir Schüsse verschwenden. Einmal gucken, wie viel Schaden es auf Range machst. Okay, der hat nicht gehittet. Ja, nur meint. Dann warte ich lieber. Okay, also jetzt ist Nacht. Unsere letzte Nacht, ne? Das ist unsere letzte Nacht. Unsere letzte Nacht. Die muss Heilung was Besonderes was werden. Oder? Ich habe 53 Leben. Okay, ich sehe ihn. Okay. Er ist jetzt hinter dem Haus an der Klippe. Er sieht von uns. Er kommt. Ja. Die Falle liegt leider richtig bad. Okay, er kann einfach springen. Okay. Ich replace die. Okay, ja. Ja. Ich habe 35 Leben. Achtung, die ist genau 27. Hier oben. Vorsicht. Nein, Hände, Vorsicht, bitte, die Falle. 10 das Leben. Ist gar nicht gut gewesen, die Falle da hinzulegen. Ich hab halt jetzt auch keine Muni mehr, ne? Ich nehme jetzt die Signalfackel. Hä? Okay. So, warte, ich hab Signalfackel, wo ist er? Hier. Er sieht nichts mehr. Ich block ihn, drauf. Schieß ihn ab. Wir müssen jetzt drauf, Leute. Ja. Ich bin noch dran. Okay. Ich kann leider, ja, mach die nächste Signalfackel ab. Mach die ach, du liegst! Dann Gnu, hol mal Papo hoch. Das musst du sagen. Warte. Hab dich geholt. Ich hab keine Fackel an. Ich bleib mal nicht dran. Genau. Ihr dürft nicht den Holzsteg runtergehen. Ihr müsst über das Geländer springen, wenn ihr weg wollt. Er will reinhauen, aber er kommt nicht weg. Okay, wir hauen auch rein, aber nicht übers Ding, übers Geländer springen. Ja. Okay, er hat mich in der Hand. Dann musst du wegrennen. Ich hab noch eine. Alter, wie viel der mich haut. Das Ding ist, ich bin One-Tap. Ich muss hier draußen bleiben. Tut mir leid. Soll ich heilen, Henno? Ja, gerne. Ich hab die Fackel an. Wir müssen jetzt drauf. Komm her. Ja. Es geht nicht, weil ich bin One-Hit. Ist geheilt. Er hatte mich halt gerade. Jetzt ist er in die Falle. Sehr gut, jetzt auf. Ich komme
raus. Die ist einfach weg. Ach, du bist rein. Nee, nee, ich bin nicht rein. Okay, jetzt hat er mich. Warte, ich bin jetzt knocked. Okay. Ich liege auf dem Boden. Kann mich jemand holen? Ja, das muss genug machen, muss genug machen. Ich habe keine Heilung mehr. Hat irgendjemand noch Heilung? Nee. Oder? Warte, ich... Oh Gott. Ich muss nochmal gucken. Soll ich nochmal eine Fahne stellen? Er hat mich, er hat mich. Ich stelle jetzt die Fahne hinter mich, ne? Vorsicht, nicht vor mich gehen. Der kommt jetzt auch wieder. Ich bin auch wieder down. Eieiei. Das gibt's nicht, ey. Ja, jetzt tötet er mich. Ich hab nichts mehr. Schön, den der aufnimmt, ne? Das kriegt er zurück. Ich hab nichts mehr zu heilen, Leute, leider. Ja. Okay. Ja. Ey, es kann doch nicht auch sein, Mann. Ja, ich bin auch wieder da. Okay, Max ist im Haus. Gnu, ich kann dir meine Schrotfunde geben. Komm zu mir, Gnu. Ja, aber ich sehe gerade, ich hab Angst, weil er weiß, hier ist eine Falle und er kommt hier nicht raus. Doch. Ach, sehr gut. Er ist rein. Ist Max muted, oder? Oh, nein, Gott, ist gut. Ich verstecke mich nur gerade. Versuche jetzt irgendwie ein bisschen... Okay. Versuche ein Fenster zu schieben. 161 Leben. Also, der macht eine Special-Attacke jetzt gleich. Okay. Ah, hier Peter, spielt sich Unglaubliches ab. Unfassbar. Gnu kriegt aufs Maul. So. Ja, die Falle ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn du die nochmal legst. 144, Leute. Das ist die Quadratwurzel aus 12. Drauf. Er hat nur noch 93. Komm. Der ist in der Falle. Mach ihn nass. Ja. Alles drauf. Und jetzt weg. Geh weg von ihm. Da kann ich nichts machen. Ich hab nochmal eine Falle. Warte, ich hol nochmal die Falle. Die geht noch. Wo ist die scheiß Falle? 70 Leben. Komm schon. 68, Leute. Nur du musst im Max-Sichtfeld bleiben, sonst kann er den nicht helfen. Ja, warte, ich laufe zurück. Zurück. Stell eine Falle. Okay. Ja, aber stell die doch hier auf dem Steg. Da kann er nicht weg. Doch, da kann er doch her, oder? Nein, hier drauf, genau. Hier direkt in den Eingang. Dann kommt er nicht weg. Ja. Okay, Leute, ihr habt ihn. Ich bin gleich tot. Ich sterbe jetzt. Sehr gut. Tschüss. Ausgezeichnet. So, und drauf. 50 HP. 52. Hast du noch Muni? Nee, ich hab leider nichts mehr. Okay. Nur ein Messer. Er muss jetzt einfach nur in die Falle, dann ist er am Ass. Richtig. Und dann musst du richtig mit der Waffe drauf, ja? Ich könnte noch schnell zum anderen Lager und Muni. Nein, bleib hier. Nein. Du musst hier bleiben. Jetzt. Ein HP! Jawohl! Easy. Oh, so ein einfaches Spiel. Es war so easy. Gar nicht angestrengt. Oh, so, da fahren wir erstmal weg mit dem Truck. Ja, haut rein. Witze, ey. Ich wusste gar nicht, dass es ein competitive game ist. Ja. Dreck, Alter. So, Ergebnisse. Sterzig ist tot. Aber er hat zwei bekommen. Schön auf dem Fokus hier auch, auf dem der aufnimmt. Das finde ich gut. Sehr gut. Danke, Sterzig, an dieser Stelle. Ja. Gerne. Das Fazit, glaube ich, bisher ist so, ist nicht so ganz balanced, das Game. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall noch einige Punkte. Aber ja. Gleichzeitig muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht, also ihr wart ja jetzt im Haus da drin und so. Ich glaube, man kann dieses Spiel halt dann als Bigfoot halt insane in die Länge ziehen. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr da jetzt am Anfang wart ihr im Haus drin, ich konnte halt nichts machen dagegen. Ja. Ich habe halt außenrum halt Fallen platziert, so. Einer von euch ist auch reingelaufen. Ich bin mit einer Drohne dir gefolgt die ganze Zeit. Oh lol. Ja, und ich glaube, das kann auch irgendwie, weiß ich nicht, 80 Nächte gehen, wenn man es drauf anlegt. Ja. Naja, der Loot ist leider endlich. Das ist halt irgendwie wack. Ah, okay. Aber du kannst dich halt richtig viel die ganze Zeit heilen. Ich habe eben nicht einen Drecksregel. Ich meine, dein Heilen ist auch limitiert, aber immer noch richtig viel immer dafür, was du austeilen kannst. Auf jeden Fall. Geringsten Damage-Einstellungen. Ja, ich würde sagen, wir können ja das Spiel noch weiter beobachten. Tatsächlich, nächste Woche ist Henno nicht dabei. Entweder gibt es da einen Ersatz. Oder wir spielen mal was ganz anderes. Gucken wir mal. Entweder zu viert oder mit einem Überraschungsgast. Könnt ihr dann auf jeden Fall sehen. Das bedeutet, eventuell gibt es am Montag keine Folge. Aber das werdet ihr dann spätestens am Dienstag bei Sterzig mitbekommen. Ja! Schönes Wochenende. Eine Sache noch. Ach so, gerne. Nein, eine Sache noch. Ja, natürlich. Ich sehe gerade, ich habe ein Achievement bekommen. First Win Playing as Hunter. Das haben, schätzt mal, wie viele Spieler das bislang haben. So 30. 3%. Nee, ernsthaft? Chat mal. Also 1% oder Prozent, oder? Ja. 1%. 2%. Ich sag wirklich so 3 auch. Ich sag 5. Nee, 7,8. Okay. Das ist, mehr als ich aber erwartet. Aber es ist trotzdem Armutszeugnis. Mit diesen Worten verabschieden wir uns ins Wochenende, meine Damen und Herren. Macht's gut, bis dann, tschüss.